Ich habe heute den ganzen Tag von keinem Elternteil, von keinem Spieler, kein einziges Schimpfwort gehört, keinen einzigen Kraftausdruck gehört. Und das ist leider Gottes im Fußball nicht mehr selbstverständlich. Und ich muss sagen, der ganze Tag ist wirklich vorbildlich verlaufen. Das war wirklich toll. Ich hoffe, dass ich diese Einstellung, dann auch in die Saison mitnehmen, wenn ihr die Meisterschaftsspiele im Freien habt. Wie gesagt, leider ist es nicht mehr selbstverständlich. Und dafür mal von meiner Seite ein ganz riesengroßes Dankeschön an euch, liebe Eltern, und auch an euch, liebe Spieler. Das war wirklich großartig, sehr vorbildlich. Das Wichtigste an meinem Nachmittag ist, es hat keine Verletzten gegeben, es hat einfach keine Bewegungen. Aber das Allerwichtigste, wie vorher schon erwähnt, euer Fairplay-Verhalten, wirklich von allen. Kein einziger Spieler, der wirklich negativ aufgefallen ist, was wirklich toll ist, was wirklich toll das Verein, was leider nicht selbstverständlich ist. Und ich hoffe auch, ihr nehmt diese Einstellung, die ihr heute hier gezeigt habt, diesen Einsatz, diesen Ehrgeiz, diese Freude am Fußballspiel. Bei den weiteren Halbturnieren, die ihr noch spielt, und auch dann bei der Saison im Frühjahr im Freien draußen mit. Das war wirklich eine hervorragende, ganz tolle Leistung. Dafür von mir und von uns ein riesengroßes Danke. Und ich glaube, es gibt einen tollen Applaus für euch, liebe Spieler, von den Eltern und Zuschauern. Danke!
Aber ich glaube, wir haben das nicht so schlecht gelöst. Ihr seid noch in alle Zug zum Spielen gekommen. Das war, glaube ich, ein faires und reizendes Turnier. Und in diesem Sinne, Gratulation zum Platz Nummer 6 und der Helfer der Nachwuchs von ESK Graz 1. Danke, willkommen.